Moin und herzlich willkommen zur ersten VBL-Show der Saison 21/22, die heute erstmals von der Telekom präsentiert wird und erstmals auch in einem neuen, kurzen und kompakten Format abgehalten werden soll. Sehr viel Neues also. Wir haben uns ein straffes Programm für euch überlegt, wollen zurückschauen auf den Start in die VBL-Saison, wollen sprechen mit unserem Spieler Niklas Heisen und am Ende der Show haben wir natürlich, wie gewohnt, das bleibt also gleich, ein Stargast hier in der E-Sports-Loge am Start. Pickepacke, volles Programm also. Dennoch, wie gesagt, kurz und kompakt abgehalten. Wir hoffen, dass es euch gefällt, liebe E-Fans. Von daher würde ich sagen, schnacken wir nicht weiter lange rum, sondern legen direkt los. Ja, die aktuelle Saison bei uns läuft extrem gut. Wir sind aktuell, glaube ich, auf dem zweiten Platz, punktgleich mit Werder Bremen. Das heißt, relativ gute Saison. Ich hoffe natürlich, dass wir am Ende da auch stehen. Das ist natürlich immer extrem wichtig. Bringt uns natürlich nichts, nach ein paar Spieltagen auf dem Platz 2 zu stehen, sondern wir wollen natürlich am Ende auf Platz 2 stehen, dass wir oder vielleicht sogar auf Platz 1. Natürlich ein Traum. Die Zielsetzung des Trainers ist trotzdem Top 6, das sollte man nicht vergessen dabei. Und ja, es läuft aktuell sehr gut und eine gute Platzierung ist immer besser als eine schlechte. Ja gut, erwartet habe ich es ehrlicherweise nicht. Also ich weiß, dass die Jungs auf jeden Fall richtig was drauf haben, sonst wären sie auch nicht beim HSV. Aber natürlich dachte ich persönlich, dass ich habe auch eine Eingewöhnungszeit in der VBL gebraucht. Und dann dachte ich, dass der ein oder andere das vielleicht auch braucht. Aber wir haben jetzt auch schon erfahrene, Daniel war Top 4, Tore war Grand Final. Also ganz jung und unerfahren sind die Jungs ja auch nicht. Und ja, aktuell spielen sie einfach super FIFA. Ja, ich bin extrem glücklich über diese zwei Derby-Siege gegen Pauli und Werder Bremen. Das ist natürlich für mich persönlich als HSV-Fan was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, wie es bei euch war da draußen, aber ich war im Werder Bremen-Stadion, wo der HSV im analogen Fußball, also im realen Fußball gewonnen hat. Und es fühlte sich auch als Kommentator mindestens genauso geil an, wo wir virtuell gegen sie gewonnen haben. Gegen Pauli auch mega, mega geil. Ich durfte letztes Jahr auch gegen Pauli und Werder Bremen gewinnen. Ich weiß ungefähr, was das für ein Gefühl ist. Aber es war einfach ein übelst geiles Gefühl. Und ich glaube, die Jungs, gerade als unerfahrenes Team, werden jetzt noch erfahrener, noch selbstbewusster. Die haben zwei Derby-Siege geholt. Geiler geht's gar nicht. Und ich hoffe, die weiteren Spieltage werden genauso erfolgreich. Ja, ich bin aktuell Kommentator, weil ich zum Trainerteam kam und beziehungsweise zum Trainer kam und meinen Wunsch geäußert habe, dieses Jahr nicht nominiert zu werden. Das hat einfach den Grund, dass ich aktuell, weil viele das ja auch von euch wissen, viel YouTube mache, viel Twitch mache, also viel im Content-Bereich arbeite. So, nach dem Interview ist vor dem Match und neben unserem heutigen VBL-Show-Protagonisten Heisen haben wir jetzt noch einen Stargast hier am Start. Stefan Ambrosius ist zu uns gestoßen. Moin Stefan, grüß dich. Eine Runde Überraschungsball gegen Heisen. Was rechnest du dir aus? Ja, ich glaube, dass ich gewinne. So, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und dann wird man ja sehen. Dafür drücke ich dir die Daumen. Heisen, lässt du Gnade walten oder wirst du ordentlich schwitzen? Nein, ich schwitze auch. Also alles gut. Stefan kriegt gleich auf den Sack, alles gut. Sehr gut, das hört sich doch schon mal nach sportlichen Ansagen an. Ich würde sagen, wir reden nicht weiter rum. Let's go. Okay, du hast Passspielboost jetzt erstmal. Dass jeder Pass kommt besser an. So. So Leute, für die Leute, die sich fragen, warum Ambrosius bei mir im Sturm ist, ich will hier mit sie selbst ein Tor schießen. Ist das nicht bitter, wenn das passieren würde? Respektlos, klar. Oh mein Gott, das ist respektlos. Fuck, Mann. Schieß doch rein, Mann. Schieß den Ball mal raus. Ich hab Bock auf geileren Boost. Der Passspielboost Bock gar nicht. Jetzt haben wir Dribbling-Boost, das ist geil. Passspielboost, der langweiligste Boost von allen. Ehrlich? Jetzt hast du Dribbling-Boost, ja. Kriegt mir vor auf einmal technisch so. Ja, jetzt kannst du viel besser dribbeln. Digga, er ist voll der Schwitzer, ey. Hör mal auf. Ich dachte, wo es hieß so, ja, Stefan kommt zum Dreh und so. Ich so, okay, dann spielen wir ein bisschen FIFA. Wo willst du hin? Fuß vor, hallo. Wo willst du hin? Wo willst du denn hin? Ach! Der Mann weiß, wie man verteidigt, ey. Was, ich wollte das gar nicht, Digga. Der Controller fliegt schon. Mein Finger tut weh. Stefan? Hoho. Hey, Tor! Ah, ist immer sehr, sehr bitter, mit seinem eigenen Spieler ein Tor zu kassieren. Was ist das denn? Der muss man hypen, Mann. Alles gut. Wer ist der? Marco? Noch nie gehört. Fuck, Mann. Tempo Boost. Weißt du, was bitter wäre? Nein, weil ich nicht. Nein. Der Tempo Boost ist gefährlich, sag's dir, guck mal. Ey, warum so auf? Stefan Ambrosius. Dem. Ich
viel zu viel, Digga. Diese zwei Vorsprungskatastrophen. Dieses Tempo-Boost ist Katastrophe. Du musst einfach nur zwei drücken durchlaufen. Hey. Kein Respekt, ne? Wey, jetzt muss ich auch durchsteigen, doch diese Boost, ne? Ja, Dribbling-Boost. Nein. Sweaty. Oh mein Gott. Weil du sweaten wolltest, verdient. Schieß einen Booster, ne? Du kannst es aushalten. Nein. Booster doch mal was, Mann. Oh, oh. Ah, er pfeift ab, okay. Weißt du, er pfeift mal da ab, okay. So, Überraschungsball-Partie vorbei. 13-0 das Endergebnis für den Favoriten. Stefan, du konntest deiner Ansage keine Taten folgen lassen. Da fragt man sich natürlich immer, woran hat es gelegen? 0-3, ne? Wäre ich besser nicht gekommen. Wäre gleiches Ergebnis. Nein. Spaß. Ich muss mich nochmal über diese Überraschungsball muss ich mich nochmal gewöhnen, weißt du? So, ich spiele mal klassisch und so, aber egal, er hat verdient gewonnen. Man muss auch ein guter Verlierer sein. Und nächstes Mal komme ich wieder. Nein. Hoffe ich mit einem besseren Ergebnis. Stefan kommt gestärkt zurück. Heisen, du kannst dich erstmal über einen klaren Sieg freuen. War das deinen Erwartungen entsprechend? Ja, also das ist mein größtes Erfolgserlebnis meiner E-Sports-Karriere, muss ich wirklich sagen. Hab vier Jahre auf diesen Moment gewartet und jetzt endlich gewonnen gegen Stefan. Das ist für mich ja einer meiner E-Sports-Highlights meiner Karriere, ja. Ganz stark von dir. Glückwunsch auch von meiner Seite. Das war's also schon wieder von dieser VBL-Show. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.